Die Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom ist für die beiden steirischen Hürdenläufer Geschichte. Karin Strametz und Enzo Diesel sind in ihren Semifinalläufen ausgeschieden. Ihre Bilanz? Eine Mischung aus Zufriedenheit, Selbstkritik und Motivation für die Zukunft. Karin Strametz geht nach ihrer tollen Zeit im Vorlauf voller Selbstvertrauen in das 100-Meter-Hürden-Semifinale. Die 26-Jährige kommt gut aus dem Startblock, findet den richtigen Rhythmus und überquert die Ziellinie als Vierte. Mit einer Zeit von 12,87 unterbietet die 26-jährige Steirerin ihre persönliche Bestzeit, die sie im Mai in Graz aufgestellt hat, um 0,04 Sekunden. Als Gesamtzehnte verpasst sie aber ebenfalls um nur 0,04 Sekunden den Endlauf. Mit ihrer Leistung zeigt sich Strametz aber mehr als zufrieden. Natürlich schade, dass ich das Finale verpasst habe. Ich bin aber wirklich sehr, sehr zufrieden mit den 12,87. Es ist PB, ich bin noch nie so schnell gelaufen. Mein Ziel war es natürlich, ins Finale zu kommen, aber auch, dass ich meine Bestzeit runterdrücke. Und es ist mir gelungen und deswegen bin ich mehr als zufrieden mit dem Semifinale und mit dem Ergebnis. Den Titel holt sich die Französin Siurina Samba-Majela in 12,31. Nicht nach Wunsch klappt das Semifinale für Enzo Diesel, der wie Strametz für die Sportunion Leibniz läuft. Er verpasst seine persönliche Bestzeit um 0,31 Sekunden und belegt damit in seinem Semifinale nur den letzten Platz. Dementsprechend selbstkritisch war der U20-Europameister des Vorjahres nach seinem enttäuschenden Abschneiden. Das war mein erstes Semifinale bei den Großen. Es war kein gutes Rennen, das kann ich ehrlich sagen. Ich werde noch mal ins Training gehen und noch härter arbeiten. Aber mit dem bin ich nicht zufrieden. Über den Titel jubelt vor Heimpublikum der Italiener Lorenzo Simonelli in 13,05.